Jedes Jahr Anfang Februar bepflanzen wir hier in der Gärtnerei Belvedere den Palovnientisch oder den Blumentisch der Maria Pawlowna anlässlich ihres Geburtstages. Also auch heute verwenden wir noch die typischen Pflanzungen, die auch früher schon im Palovnientisch waren, zum Beispiel Hippeastrum, duftende Maiglöckchen, also alles das, was so ein bisschen Freude und auch Duft in den Raum brachte, um eben diesen tristen Winteralltag ein bisschen zu entfliehen. Beim Pflanzen achten wir halt darauf, dass es alles höhengestaffelt ist, das heißt also, die Mitte ist das Ausschlaggebende und soll eben auch den Hingucker, den Eyecatcher bieten. Also wir bepflanzen in der Gärtnerei eine Metallwanne, die dann mit nach unten in das Schloss transportiert wird, wo der Palovnientisch aus Mahagoniholz schon steht, und dort wird er direkt eingelassen und möglichst pünktlich zum Geburtstag der Maria Pawlowna soll er blühen.